Dann noch eine Frage zum Gebet, inshallah. Ist das Gebet noch gültig, wenn man längere Zeit in der falschen Qibla stand? Wenn man eine längere Zeit in der Qibla, in der falschen Qibla gebetet hat, ist das Gebet gültig oder nicht? Das hängt davon ab, liebe Geschwister, ob man sich genug angestrengt hat, die richtige Qibla ausfindig zu machen. Und das, was Ibn Qudama rahimahullah ta'ala sagte in Al-Mughni, dass Gelehrten sagen, wenn eine Person sich ausreichend Mühe gegeben hat, die richtige Qibla zu bestimmen, so gut er kann, weil hier gilt der Grundsatz, fattaqullaha mastata'tu, so fürchtet Allah, so viel ihr könnt, in Surat At-Taghabun. Wenn man sich ausreichend Mühe gegeben hat, die richtige Qibla ausfindig zu machen, und man hat dann letztendlich in eine Richtung gebetet, aber diese Richtung erweist sich später als eine falsche Richtung, so sind deine Gebete allesamt gültig und du brauchst sie nicht nachzubeten. Wenn man sich aber überhaupt keine Mühe gegeben hat, sondern gesagt hat, ich brauche mich da hier nicht anzustrengen, es wird schon richtig sein, Allah nimmt alles an. Ja. In diesem Falle musst du deine Gebete nachholen, wallahu ta'ala ala wa. In diesem Falle musst du deine Gebete nachholen. Wie ist das aber? Ich komme jetzt zum Beispiel an einem Ort, ich kenne diesen Ort nicht und ich finde niemanden, den ich fragen kann. Und es ist dunkel, ich kann mich auch nicht an die Sonne orientieren. Hier kannst du beten, in welche Richtung du willst, und dein Gebet schießt, inshallah, zu Allah Azza wa Jalla.